wir versuchen, die herkömmliche Navigationstechnologie, wie man sie aus dem Auto her kennt, in die Innenräume zu holen und erstellen zeitgleich Bewegungsprofile in Innenräumen. Unser Produkt basiert auf der recht neuen iBeacon-Technologie. Diese Beacons werden in die Location geklebt und bilden sozusagen die Basis für unser Softwareprodukt. Lumen ist eine interaktive Lampe, die den Besuchern einer Stadt beispielsweise in der Nacht eine Führung gibt und dort medial aufbereitet zeigt, was man sonst vielleicht nicht sieht. Das heißt, je nachdem, wo man die Lampe hindreht, nachts zeigt es einem den Weg und zeigt einem auch die interessanten Punkte. Wir beschäftigen uns mit Augmented Reality, also der Einblendung von digitalen Daten in die reale Umgebung. Also zum Beispiel Möbelhersteller haben die Möglichkeit, ihre Möbel im Wohnzimmer des Kunden über eine spezielle App, die 3DQR-App, zu platzieren, sodass die Kunden diese Möbel direkt schon so sehen, wie sie später in ihrem Wohnzimmer stehen können. Was wir schaffen wollen sozusagen, ist, dass der Aufwand deutlich reduziert wird und es viel, viel einfacher wird und sozusagen jedes Unternehmen das nutzen kann. Embedded Systemen, wie sie heute in der Automation zum Einsatz kommen, muss ein Entwickler von Grund auf alles neu erfinden. An dieser Stelle haben wir eine Middleware geschaffen, die es dem Kunden ermöglicht, an dieser Stelle wesentlich schneller zu sein. Und dabei ohne jedes Mal die Protokollstacks im Detail an die Hardware anbinden zu müssen und dann auch die Spezifik dieser Protokollstacks in der Software, in der Applikationssoftware adressieren zu müssen. Und ermöglicht gleichzeitig ein Retrofit von älteren Systemen mit industrieller Kommunikationstechnologie. Eine Lösung entwickelt, womit Aufträge, die in der Disposition erzeugt werden, digital über mobile Lösung auf mobile Endgeräte ins Fahrzeug übertragen werden und wo der Fahrer quasi die Aufträge nicht mehr in Papierform bekommt, sondern digital. Wir können damit die weiter entfernten Mitarbeiter, also die Fahrer, die im Umfeld unterwegs sind, quasi in das Unternehmenssystem mit einbinden.